So, hallo Leute, wie ihr seht, sind wir in einem Wald. Wir gehen hier was gucken. Das ist ein umgekippter Jägerstand. So, warte, hier ist die Kreuzung. Jetzt muss ich noch mal in die Koordinate gucken. Moment. Also ich suche mir noch mal richtig die Koordinate raus. Da habe ich den Punkt noch mal neu. Genau, wir laufen genau drauf. Hier sinkst du schon wieder richtig ein. Ja, da ist sehr viel Moos hier wieder. Hier wären wir da. Ungefähr, also der Bereich hier. Der Bereich. Aha. Wäre das. Hier sollte man irgendwas finden, eventuell. Na, hier ist ey, so Moos, ey. Wahnsinn. So, hier ist ein Zäunchen. Was steht denn da dran? Können wir mal gucken gehen? Da steht irgendwas an dem Zaun dran. Kiesgrube betreten, verboten. Aha. Ja, hier ist die Kiesgrube dahinter nämlich. Elternhaften für ihre Kinder. Also hier würde ich sagen, vom Reingefühl her, der Ort ist okay, aber nicht hier im Wald. Nicht hier im Wald, wenn dann darüber. In der Kiesgrube? Ja, hundertprozentig. Hier ist der Zaun runter. Ich würde gerne mal hier rüber klettern, gucken, was dahinter zu sehen ist. Ist der Zaun irgendwo kaputt, wo man durchkommt? Wir können doch mal hier ein Stück lang gehen. Oh, ja. Der Jules hat ja einen Teleskoparm dran. Na, guck mal. Das ist doch für uns offen gemacht hier. Am Arsch. Hier ist offen. Hier, Kiesgrube betreten, verboten, am Arsch. Das Schild ist ja so weit weg, man kommt ja hier lang. Ja, lass uns in die Kiesgrube gehen. Hier sind auf jeden Fall Fußspuren. Ja. Hier sind auf jeden Fall Fußspuren. Und hier würde es Sinn machen. Das Gebiet würde Sinn machen. Ja. Hier kannst du überall rumbuddeln. Überall. Ja. Und jemanden so verscharrt. Gut, das ist auch locker. Ja, Leute, wir sind jetzt hier. Wir haben die Kiesgrube gefunden. Guck dir mal hier diese ganzen Hügel an. Hier kannst du überall. Ja. Hier sind sie Motorrad gefahren oder irgendwas. So sieht es jedenfalls aus. Ja. Hier sind auch überall Fußspuren, Fußtapsen. Sogar mit Hund. Oder Tier. Ja. Tiere laufen hier auch lang. Zum Beispiel. Aber hier was finden. Das ist schon wieder ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Ja. Aber würde passen wie auf dem Spielplatz. Ja. Aber hörst du Kinder? Nee. Ich auch nicht, man hört die Autobahn. Aber wenn sie hier mit dem Motorrad langfahren, es gibt ja auch Kinder, die mit dem Motorrad langfahren. Hier fahren sie auf jeden Fall mit Autos drin rum. Und das sieht auch teilweise aus wie Motorradspuren dort unten. Mhm. Weißt du, diese Cross-Dinger? Ja, ja. Und
auch da den Weg da hinten hoch. Ja. Da sieht es wirklich aus, als wären hier ganz viele mit dem Moped rumgefahren. Am Felsen vorbei. Sieht das doch nach Felsen aus, da wo das Grüne dran ist? Das kann schon sein, aber man sieht es halt ein bisschen schlecht, ne? Ja. Können wir mal in die Richtung laufen? Ja. Wir haben ja Zeit. Ja, Leute, wir sind hier auf Expedition. Ich muss gleich niesen. Ja, danke. Lass uns mal dahinter gehen. Hier auch alles Motorradspuren hier, aber es sind schon alte Motorradspuren. Ja. Wir gehen auch hier so ein bisschen so, vielleicht sehen wir irgendwas, was auffällig ist. Ich meine, nach 3 Jahren, was willst du noch sehen? Das ist alles überwachsen, denke ich. Mach hier wegfliege. Was sind das hier für Steine? Guck mal, das sind Quarzsteine liegen hier rum, Alter. Stimmt. Geh mal aus dem Licht. Kurz, nur ein bisschen. Das ist Quarz. Da nehme ich mal ihn mit. Kann Gina erörtern, was das ist? Manchmal haben die Geruch. Mit so Feuersteine, die riechen ja auch. So ein bisschen andere, ne? Aber auch so ähnlich. Der riecht wie Feuerstein, riech immer dran. Das riecht wie so angekokelt. Mhm. Den nehme ich mal mit hier. Den nehme ich auch mal mit. Okay, dann nehmen wir den mit. Ich habe wieder die große Klamotte. Ab in die Hosentasche hier. Zack, eingepackt. So, wir gehen jetzt da rüber zu dem Berg. Der sieht mir irgendwie verdächtig aus. Da habe ich. Würde ich sagen, den müssen wir uns angucken gehen. Weil der ist auch so ganz begrünt an der Seite. Mhm. Hier auch Motorradspuren. Ein Schmetterfalter. Ja, und die Natur kommt zurück. Der Frühling ist da. Aber hier die Spur ist ein bisschen frischer. Ja, aber guck mal, die endet hier. Die endet hier, ja. Hä? Lass uns einfach mal da hinlaufen, einfach mal. Da, hier sind überall die Schilder dran, dass man nicht mehr reingehen darf. Da vorne war aber ein Loch offen. Ey, wir müssen uns bloß mal merken, von wo wir gekommen sind. Von da irgendwo. Da, ja. Wie hat er einen Baum abgesägt? Hat sich jemand einen Weihnachtsbaum mitgenommen? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wir gehen ja nicht direkt an den Steilhang. Wegen Abrutschgefahr ist das bestimmt hier bei Kiesgrube. Ja. Denke ich mal. Das geht ja ziemlich senkrecht runter. Ja. Was ist da unten? Warte mal, da muss ich noch mal gucken. Aua, ey, die Stacheln. Ah, nee, das ist bloß so aufgeschüttet. Okay. Mäuseloch, ja? Ja, hier wird auch Tierzeug rumleben. Fuchs oder sowas wird hier auch rumstromern. Ja. Hier sind sie mit dem Bagger runter wahrscheinlich auch. Immer. Ist da unten ein Felsen? Da liegt doch ein fetter Stein da unten. Guck mal. Stimmt. Ja, aber da ist auch betoniert ein bisschen oder so. Ja, hier ist so eine Wendeschleife. Ja. Also wenn hier betoniert ist und dort jemand mit einem Auto lang gefahren konnte, kann man da auch reinfahren. Und in der Nacht ist ja scheißegal. Und da ist ein Felsen. Wir gehen uns trotzdem erstmal das andere angucken. Mhm. Ansonsten können wir dann nochmal dort runterlatschen. Illegal sind wir jetzt hier drauf, von daher
Am Arsch. Irgendjemand hat schon Commit gesagt, wohin sollen wir mitkommen? Hat jemand was gesagt? Ja. Hallo. Sehr ihr gut. Lieben, könnt ihr uns ein bisschen führen, was wir hier sehen sollen? Ihr könnt gerne auf die oder auf die Kamera sprechen. Ja. Hier sieht es mir ein bisschen. Wollen wir hier gucken gehen? Kommen. Sollen wir zurückkommen? Okay, hier kommt man dann wieder raus. Nein, hier lang. Hier lang? Irgendwo hier lang. Hier hat es einen Vogel verendet. Sind wir hier richtig? Jetzt ist das Schild von der Seite. Jetzt darf man da nicht betreten. Hä? Jetzt sind wir richtig drin. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Warte mal. Ach, hier geht's noch weiter mit der Kiesgrube. Guck mal. Guck mal, ist das hier der Zaun? Jetzt darf man auf der Seite bleiben, aber hier lang darf man nicht. Aha. Boah, guck dir mal die Schächte an da unten. Da diese... Alter! Da drüben steht irgendein Auto. Und Rehe habe ich gesehen. Ja? Die hoppen da hinten vorbei. Aber jetzt... Ja, ich sehe sie, okay. Ja. Eins, zwei, drei, vier Stück. Krass. Rehe, also wir sind richtig. Ja. Hä? Da darf man nicht rein, hier darf man nicht rein. Aber hier macht es Sinn. Hier guck mal, wie hier die Bäume alle umgekipseln und alles. Ja. Also hier bleiben wir auf der Seite. Wenn irgendjemand kommt, wir haben uns ja sowas von verlaufen. Ja, ich habe noch den Weg im Kopf. Ja, ja. Nein. Ja, ich weiß, aber da kann man ja sagen, wir haben uns verlaufen. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Ach so. Ich musste bloß mal pullern hier. Oh, Alter, guck dir mal an, wie das hier abgeht, Leute. Geht schon wieder hier so. Da ist der Weg, guck mal, da ist der Weg. Aha. Weil da muss man auch irgendwie drauf kommen, ne? Ja, ja. Wenn man da an den Weg rankommt, kannst du hier überall ablegen. Ja. Um das mal so zu sagen. Da drüben steht irgendein Wagen oder irgendwas. Ja. Ah, sorry, lass uns mal hier weitergehen. Oh, hier haben sie einen Flock drinne. Also hier könnte in der Nähe irgendwie ein Bunker sein. Oder ähnliches. Das ist meistens so ein Indiz darauf hin. Mhm. Aber muss nicht. Kann auch einfach nur Kiesgrube sein hier. Ey, guck mal, wie steil das hier abgeht. Ey, hier möchte ich nicht runterpurzeln. Nee. Das sieht man bestimmt schon wieder ja nicht so richtig auf die Kamera. Bestimmt. Also, dass das so steil abgeht. Vielleicht hier so ein bisschen. So, jetzt sind wir hier an dem grünen Ausleger. Wo ich erst gesagt habe, hier will ich mal hingehen. Ich meine, hier wird ein Stein, wer wird hier was hochtragen, ja? Wir kommen oder sowas ähnlich. Hallo. Hi. Genau, guck mal, das ist hier, wo so grün war. Das hier, was wir von da drüben gesehen haben. Wie hießen diese Pflanzen, was da wachsen, wenn da Überreste sind? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Sehe ich aber hier nicht. Manchmal nimmt man auch Efeu. Irgendwo da hinten redet jemand. Hä? Irgendwo da hinten redet jemand. Ja. Aber ich kann es gerade nicht auseinanderhalten, ob es jetzt menschlich oder... Seelchenmäßig ist. Ne, sehen tun musst du sowieso nicht. Ist ja ein Berg dazwischen. Hallo.
Guck mal, hier ist auch jemand runtergegangen mal. Ja. Guck mal, da hinten geht es noch weiter, die Kiesgrube. Wow. Da siehst du auch die Motorradspuren. Ja. Also ich denke mal, die fahren hier mit den Motorrädern rum. Und wir Bekloppten, wir kriechen hier auf die Berge. Ja. Alter, es geht hier auch so steil ab, ja. Hier liegt Müll. Ja, von da kommt die Straße rein hier. Und dann ist hier die Wendungsschleife. Das sieht man hier ganz gut hier. Hier könnte man auch runterlaufen, wenn man vorsichtig macht. Hier ist auch wieder so ein cooler Stein. Ja, das ist so ein Hühnergott, sagt man. Aha. Lobe ich jedenfalls. Sieht jetzt von Weitem so aus. Ah, jetzt sind wir hier auch schon unten und hier liegt ein Felsen. Kommen Sie hier lang. Kommen Sie hier lang. Eine kindliche Stimme. Ach, hier ist es so ein Unterlegkeil für einen LKW. Aha. Damit er nicht wegrollt. Ja. Ey, guck mal, wie steil das hier runtergeht. Da unten ist ein Tümpel. Also da ist unter Garantie Wasser drin. Also hier ist auch moorig. Steil. Aber gut, einmal runter. Jetzt. Vor allem, du musst ja wieder hochkommen. Ja. Aber das sieht wirklich moorig aus. Das siehst du auch so an dem, weil das so dunkel ist alles, der Boden da unten. Und auch, die, guck mal, die ganzen Bäume, alles übermoost. Ja. Ich hoffe, dass man das halbwegs auf der Kamera sieht. Jetzt würde mich nur interessieren, hier wackelt gerade die ganze Zeit jemand, wenn ich rede oder du redest. Aber wenn man jetzt da ein bisschen lang geht, ob man da irgendwie gut runterkommt. Ja. Lass uns mal dazu den. Da wollte ich ja eigentlich hin. Ja. Weil das haben wir ja von da oben irgendwo gesehen, dass hier Felsen liegen. Ja. Und jetzt sind wir tatsächlich schon an den Felsen angekommen. Weil das war ja eine Rückmeldung am Felsen vorbei. Und das sind ja hier so eine Art Felsen. Ja. Da gucken wir uns jetzt mal hier um, ob man irgendwas entdeckt. Hier ist eine Folie. Eine Folie mit Klebeband. Alter, das ist doch schon wieder kurios. Hier ist Panzertape drum. Am Felsen. Folie mit Panzertape, super. Naja, so jetzt kramen wir hier gleich. Aber guck dir mal auch mal die Steine an, die sind ziemlich bearbeitet auf diesen. Ey, die sind arschklasse. Mich interessiert jetzt, was hier in der Folie ist. Ja.
dazwischen. Warum ist hier Panzerzebra nach Folie dran? Ja, und da muss ja der Steiner dann irgendwie drauf kommen. Hier ist auch was verbuddelt. So, das war's mit der Folie. Hier ist aber nichts zu sehen. Hier stand gerade jemand. Also ein Seechen. Ja? Hallo. Hallo. Am Felsen vorbei. So, jetzt haben wir schon mal eine Folie mit Panzertape gefunden. Das ist ja aber das ist schon wieder interessant, ne? Aber hier ist nichts anderes. Vielleicht hat hier irgendjemand mal Müll abgeladen gehabt. Ich lege mal einen Stein drauf hier, damit die nicht durch die Natur fliegt. Weil wir können die jetzt hier schlecht mitnehmen. Wir haben jetzt nämlich auch keine Tüten bei. So, am Felsen vorbei. So, am Felsen vorbei. Wenn ich jetzt hier mit dem Auto kommen würde, würde ich da stehen. Und am Felsen vorbeigehen. Schau mal hier, da geht's auch gut rund, also da kann man gut runterlaufen. Ja. Hier liegt noch eine Spraydose. Ja, okay. Attack Insektenkiller. Okay, da hat hier einer vielleicht mal Insektenkiller. Ja. Yeah. Lass uns mal hier auf das Plateau gehen. Ja. Irgendwas. Da unten liegt auch noch eine Tüte. Ja. Und da kommt man runter. Relativ gut. Da unten liegt auf jeden Fall eine Tüte oder irgendwas. Ja. Und irgendwie sieht das so auch sehr da dieser, als wenn das einen Weg runter gerutscht ist. Hier scheint auch das Gelände zu rutschen ein bisschen. Also deswegen ist hier vielleicht was Betreten verboten. Also es ist schon ganz schön gefährlich, was wir hier schon wieder machen. Hey, komm mal. Da unten. Das sind auch wieder so komische Felsen. Warte mal. Ich muss erstmal Zeckenschutz anmachen. Sicherheitshalber. Was sehe ich da unten? Da ist auch alles so mit Felsen voll da unten, ne? Ja, und schau mal da rechts. Ja. Da sind so ganz viele Felsbrückchen mit dem Moos überwachsen. Dann wie so eine Kuhle. Ja. Das sieht eh so mystisch aus dort unten. Irgendwie. Da liegt noch eine Tüte rum. Ey, Alter, was machen wir hier? Gehen wir jetzt mal runter oder gehen wir nicht runter? Das ist schon gefährlich, ne? Ja. Hier findet dich auch keiner mehr. Hat man hier wenigstens Netz? Am Arsch, hier hast du auch kein Netz. Am Arsch. Aber lass uns mal hier versuchen, runter zu eiern. Ich hab Netz. Ne, ich hab's gehört. Oder war ich das? Passt wegen Zecken auf. Gerade sage ich noch, ich mache mal einen Zeckenschutz. Das war schon wieder Gedankenübertragung. Ja, das war schon wieder Gedankenübertragung. Ja, ich habe gerade den Zeckenschutz aktiviert. Also die Hosen drin gesteckt und da schreibst du, passt auf die Zecken auf. Wir sind hier gerade im Kieswerk. Ja, hier ist Betreten verboten, aber wir sind trotzdem drin. Also wir sind aktuell in diesem Kieswerk, was... Oh, hier brummt es aber auch überall. Was man da sieht, falls wir verschüttet gehen, wisst du ungefähr, wo wir sind. Aber, Alter, das ist so bergig hier. Da lang hin. Okay, die ist weggeflogen. Okay. Ja, ja. Das ist echt extrem hier. Wir haben hier auch Tatsache Felsen gefunden schon. Und hier unten scheint es moorig zu sein, Tatsache.
Also wir sind jetzt eigentlich durchs Kieswerk durchgegangen und sind hinterm Kieswerk. Ja. Und wie auf dem Spielplatz, hier liegt auch Sand. Ja. Auf jeden Fall eine ganz fantastische Gegend hier. Ich mache mal ein kleines Video für dich. Ich sieht man es jetzt hier mal, wie steil das hier runter geht. Das ist ganz schön irre. Auf hier, der Baum ist hier ab, ne? Also hier nicht dran festhalten. Ja. Ey. So, da unten liegt eine Tüte. Und an die wollen wir eigentlich ran. Weil jetzt sind wir nämlich tatsächlich an dem Felsen vorbeigegangen. Und die Tüte scheint von da runtergerutscht zu sein. Wir wollen euch einfach nur gucken, was da drinne sein könnte. Ja, es geht hier echt hoch und steil runter. Also wir sind hinterm Kieswerk. Man wird unser Auto sehen, das steht auf dem Hauptweg. Oh, Alter, ist das hier rutschig. Leck mich am Arsch. Wie komme ich jetzt da runter? Hier vielleicht. Ey, vor allem, wir müssen wieder hoch. Ja. Nee, warte, lass uns quer gehen irgendwie. So, dass man sich eventuell noch festhalten kann irgendwo. Alter Schwede. Ey, das ist einfach nur Abenteuer hier, was wir hier schon wieder machen. Aber hier so. Liegt doch Plastik und so ein Kram rum. Was liegt da? Plastikzeug. Kaniste. Hä? Ein Knochen. Oh, da liegt ein Knochen. Wir haben Knochen, unser erster Knochenfund, Leute. Hast du ihn gut drauf? Ja. Ja, warte mal, ich mach mal ein Video mit Handy kurz. So, gilt es noch zu erörtern, ist das menschlich oder tierisch? Was ist das für ein Geräusch? Irgendein Baum hat hier gemacht. So, ich lasse mal das Handy mitlaufen jetzt hier. Hier sind auch wieder Steine. Okay, das ist nur eine leere Tüte. Ohne Knochen, ohne alles. Hier ist nichts drunter. Ja, wie gesagt, wir können. Hier haben sie auch Schutt runtergeschmissen, weil das sind hier gerade Steine. Dann liegt hier ein Blumentopf rum. Ein fetter Pilz. Da wohnen die Elfen drinne. Hundertprozentig. Mir gut vorstellen. Es könnte auch sein, dass hier mal ein Baum umgekippt war, der dann so blöd gelegen hat hier. Ja. Okay, ich würde sagen, hier unten ist nichts. Jetzt war irgendwas, aber ich habe es nicht genau verstanden. Okay. Ich würde sagen, jetzt allgemein, das ist eine Brennnessel nur. Ich würde sagen, allgemein ist hier unten nichts. Wir können mal hier unter dem Baum durchklettern und mal da rüber. Unter dem Baum ist doof. Kommt man über den Baum? Ist der noch fest genug? Ja. Ha ha ha.
Jetzt der Jules. Mach langsam. Ja, ja, ich überlege gerade nur, wie ich das am besten. Ja, irgendwie. Der Jules macht den Baum schon wieder kaputt. Ich komme hier wie ein Fliegengewicht rüber. Genau so, Jules. Alles gut. Hier liegt doch viel rundes Geröll, runde Steine, also hier muss mal Wasser lang geflossen sein, vermutlich. Ja, guck mal. Was hast du jetzt gefunden? Ach, wie ja. So ein Ton. Ja, ich habe erst auch schon da hinten einen Blumentopf gefunden, aber aus Plastik, okay. Kunststoff. Ja, ist aus Ton? Also hier muss auch jemand mal Müll abgeladen haben. Ja. Würde ich jetzt behaupten wollen. Wir gehen mal hier hoch, was hier ist. Hier unten ist Schilf. Und Schilf bedeutet was? Hier unten, das sieht aus wie Schilf. Wir können hier direkt geradeaus weitergehen. Da liegt eine Tüte. Und da liegt auch eine Tüte. Und Schilf bedeutet ja eigentlich Wasser. Ja. Oder? Ja, definitiv. Definitiv. Da liegt eine Tüte, da glänzt irgendwas. Hier ist auch jemand mal lang gefahren. Ja, hier ist auch jemand mit dem Moped lang. Das ist keine Tüte, das sind Eimer. Ja. Das? Da ist Tatsache noch Wasser drin. Gucke an. Wir gehen mal runter hier. Und hier, guck mal, die Spuren. Hier. Das sieht aus, als würden hier Tiere zum Trinken kommen. Die dann Wasser trinken gehen da. Weil hier ist das Schilf runtergelatscht und die holen sich dort unter Garantie Wasser. Ja. Das ist hier eine Tierspur. Wildschwein, Rehe, was weiß ich, keine Ahnung, Tiere halt, ne? Weil die sind auch hier lang gegangen. Genau, ja. hier sieht man es wirklich ganz genau. Auf jeden Fall eine krasse Gegend hier, oder? Ja. Ein Zitronenfalter. Oh. Ich liebe Zitronenfalter. Lass uns mal hier hochgehen. Ja. Yeah. Geradeaus. Geradeaus. Ach, hier hoch? Richtig geradeaus. Da oben, wo der komische Baum ist. Lass uns da mal versuchen hinzukommen. Alter, wie hoch geht das da? Ich gehe hier ein bisschen, da ist ein bisschen flacher. Ja. Leute. Der Jules geht da hoch, wo es flacher ist. Am Arsch ist genauso steil. Aber guck mal, wie hoch der Berg geht, Jules. Guck mal, wie hoch der geht. Da oben hat man bestimmt einen geilen Ausguck. Ja. Und ich weiß ja, dass ich immer so inner bin. Hier hat es ein Stahlseil. Oh, das geht aber bis hierhin. Hier ist das Ende. Das hat einer vielleicht vom Förster vergessen. Hier. Ja. Stahlseile liegen hier rum. Hier oben liegt noch der Rest von deinem Tonkrug. Ich will da hoch, Jules. Das ist gefährlich hier. Ne, hier gehen wir wieder runter. Ne, wenn du hier den Baum wegknackst, dann kommt der runtergefallen. Du. Gut mit mir, war unterwegs zu sein, wa? Ja. Das ist Kondition. Ey. Guck mal, da oben hat man bestimmt geile Aussicht. Ja. Glaube ich auch. Ich würde sagen, wir gehen langsam wieder zurück. Komm, Jules, ja. Nicht da sitzen bleiben, ich muss dich mitnehmen, sonst gibt es wieder einen Mecker. Ja.
Lass mal einen alten Mann ein bisschen ausruhen. Du bist jünger als ich. Ich dachte, du bist 23,5. Da unten der blaue Punkt da, ich weiß nicht, ob man den auf der Kamera sieht, das sind die Eimer, da waren wir gerade. Da ist noch eine blaue Tüte. Oder waren wir an der... Ach doch, das ist ja hier die, wo wir gedacht haben, dass es hier runtergerutscht ist. Guck mal. Ja, genau. Hier sind so Rutschspuren. Da geht auch ein Weg rauf. Lass uns hoch. Das könnte auch ein Wildweg sein. Das könnte auch ein Wildweg sein. Gehen wir mal gucken, was da für ein Wild wohnt. Der Jules kann jetzt schon nicht mehr. Aber der muss hier mit mir durch. Weißt du, wenn wir hier oben sind, da haben wir auf jeden Fall die Kante erreicht. Da können wir oben wahrscheinlich langlaufen, wieder zurück. Jawohl. Jules, wir sind total falsch. Ja, wir müssen geradeaus. Und dann kommen wir wieder zurück. Ja. Jetzt sind wir hier. Warte mal, ich will mal gucken, ob man das... Jetzt sind wir genau... Da unten ist die blaue Tüte. Ich hoffe, dass man die sieht. Da waren wir gerade. Jetzt sind wir hier den Berg hoch. Und auf der Seite ist wieder das... Lager. Und darüber müssen wir. Ja. Irgendwo, da steht unser Auto. Irgendwo rum. Jetzt machen wir hier ein Päuschen. Kameras aus. Auf Aufnahme, falls wir hier verschüttet gehen. Ich würde sagen, wir gehen, warte mal. Wir versuchen hier so lang zu kommen. Ja, genau. Und dann gehen wir so rum und dann gehen wir mal den Betonweg hoch, okay, wo der endet. Also Leute, ihr seid mit dabei hier auf der Expedition, ja, am Kiesberg. Oh, ehemaligen Kieswerk. Alter, das ist so steil, Leute. Ihr könnt euch da... Das sieht die Kamera nicht. Nee, aber das geht teilweise echt... Keine Ahnung. Guck mal, jetzt laufen wir auf dem Bergkamm lang. Ja, hier kann man gut laufen. Das ist auch relativ fest hier, der Boden. So, jetzt kann man entweder da lang runter. Oder wir gehen hier so ein bisschen. Hier so lang. Ach, guck mal, hier sind überall umgelatschte Gräser. Ja. Ist das? Und das sind unter Garantie Tierwege, wo die Tiere langlaufen, um zur Wassertränke zu kommen, um was weiß ich. Oh, das dachte ich gerade, dort sitzt ein Salamander. Oh, ja, guck mal, der Stock sieht aus wie ein Salamander. Ja, stimmt. Oh, ich habe so voll die Fantasie heute auch mit. So. Der Jules kommt auch, ja. Guck mal, jetzt weiß ich auch, warum hier da scheint schon mal was runtergerutscht zu sein, da geradeaus. Stimmt. Das sieht jedenfalls so aus. Also Leute, in der Berliner Umgebung ja, Zeug loszuwerden, sage ich ganz einfach mal, ist das hier ein optimaler Ort. Bis jetzt haben wir hier noch keinen weiteren Menschen gesehen. Hier kann man schaufeln und schippeln die ganze Zeit, wie man will, denke ich. Wir wollen jetzt einfach mal, jetzt sind wir wieder hier am Felsen, wo wir angefangen hatten. Also wir sind ja von dort oben runtergekommen, wir sind dort rumgelaufen, da hinten sind wir reingekommen irgendwo, hier rumgelaufen, über die Berge, hier runter, hier rein, auf den hohen Berg hoch, da wieder runter. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, ob es möglich ist, hier mit einem Auto irgendwie reinzufahren. Ja, das werden wir uns jetzt hier mal angucken gehen. Jedenfalls in die Richtung werden wir mal gehen. Wie gesagt, das ist jetzt der aktuelle Stand. Wir wissen nicht, wie es vor 6-7 Jahren war. Oder vor 4 Jahren, vor 3 Jahren, vor 2 Jahren. Man weiß nicht mehr, wie es voriges Jahr hier aussah. So, wir laufen auf dem befestigten Weg. Damit befinden wir uns jetzt definitiv nicht in Lebensgefahr. So, und guck mal, hier ist der Zaun von der Seite. Betreten verboten, ja, Lebensgefahr. Da sind wir wieder umgedreht. Was ist das für ein Schwachsinn hier? Hä?
Hier ist er wieder umgedreht. Da ist er umgedreht, da sind Leute reingegangen auf jeden Fall. Oder vielleicht haben es auch die Wildschweine kaputt gemacht. Da geht ein kleiner Weg nach unten. Hä? Da geht es ein kleiner Weg nach unten. Ja, lass uns mal hier rangehen, gucken nur. Ja, na, hier ist dieses Moor. Stimmt. Oder diese Wasserstelle. Ja. Da sieht man auch, wie die Bäume umgekippt sind und so. Und hier ist auch Laubbaum dazwischen. Ja. Hier sind alles Laubbäume hier. Dann ist hier, man sieht ja halt gerade keine Blätter dran. Ist die Karte voll. So, brauche ich die andere Karte. So, neue Kamera, neue Speicherkarte. Weiter geht's hier, Leute. Hier darf man nicht reingehen, da ist der Zaun runtergetreten, so weit waren wir gerade. Ja, eine wunderschöne Natur hier. Wir wollen immer noch rauskriegen, wo dieser Weg hinführt. Der Jules kommt auch schon wieder. Hinter uns ist jetzt das Kiesberg, das lassen wir jetzt hinter uns. Aber wie gesagt, wir wollen einfach nur mal gucken, wo der Weg hinführt. Kommt man hier im Notfall mit einem Auto rein? Theoretisch ja, weil ist ja eine Straße. Kiesgrube betreten verboten, steht da, wo man hier reinkommt. So ein Schwachsinn. Was ist denn das wieder? Ach du Scheiße, wie weit geht der Weg hier? Guck mal, wie weit wollen wir hier laufen? Ja. Und da ist wieder offen, komplett. Ja, hier ist komplett aufgerollt. Die Berge sehen hier komisch aus. Guck mal, wenn du jetzt mit dem Auto bis hier hinkommst, kannst du überall ablegen. Du kannst überall ablegen. Wo willst du hier anfangen mit suchen? Wo? Da ist nochmal die Kiesgrube. Ja. Ja, wo willst du hier wirklich anfangen? I don't know. Nur schon ein bisschen aufpassen, nicht dass hier vorne Häuser stehen und wir gesehen werden. Wegen der Polizei oder so. Ich weiß ja nicht, wie manche sind hier. So, drei Frühlingstage hier. Und schon geht in das Viehzeug hier auf den Sack. Da hinten steht da irgendwas. Ja, ich habe schon gesehen, Container oder irgendwas. Ja, dann lass uns mal dahin latschen. Es geht ja darum, kommt man hier mit dem Auto rein. Ja. Oh, da ist irgendein Bunkerteil. Ja. Oder irgendwas. Auf jeden Fall ist da ein Fundament. Hast du es drauf? Ich muss es drauf haben, ja. Da hinten, glaub auch nochmal. Ja. Jetzt müssen wir bloß ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Aber ich weiß nicht, was hier ist. Oh, die Sonne brutzelt ganz schön, wa? Ja. So, hier ist eine Hütte. Links. Ja. Von Betonplatten, alte. Ja. Und ein relativ frisch gefällter Baum. Ja, gucken wir mal hier. Ja, hier ist eine alte Bruchbude, Leute. Da steht noch ein Sofa drin, das sieht man augenscheinlich. Rohre. Mhm. Reifen. Ja, ja, halt. Überall Müll, ne? Und ein Bunker. Hä? Da hinten oder so. Oder einfach nur Schutt. Ja. Aber das Gute ist, hier ist der Zaun kaputt. Hier ist der Zaun kaputt. Und wir wären ja nicht wir, wenn wir uns das nicht erörtern gehen, was hier los ist. Auf jeden Fall wurden hier, Tatsache, überall Platten gebunkert.
Also es ist jetzt hier bestimmt kein Bunker. Das sind hier diese alten Wegplatten. Halt auch die Platten, die man sieht, die hier reinführen. Den Weg. Ja, die haben sie hier überall aufgestapelt. Ja, und das geht bis dahinter. Guck mal, hier haben sie alles vollgestapelt mit dem Müll. Ja. Ja, das sind Altlasten DDR-Zeit, denke ich. Das ist jetzt nicht so neu hier hingestapelt. Nee. Da ist schon zu viel Moos drüber. Aber wir würden mal... Ich würde trotzdem gerne mal in die Hütte gucken gehen, wenn es hier irgendwo einen Eingang gibt. Irgendwo kommt man hier bestimmt durch. Ja, hier kommt man lang. So, hier über die Platten gekraxelt. Und dann gucken wir mal hier in die Hütte rein. Ist halt richtig runtergekommen, halt irgendwie so ein altes Pförtnerhäuschen, würde ich sagen. Wenn hier die Bauarbeiter gekommen sind, die in der Kiesgrube gearbeitet haben, denke ich mal. Hier. Hier ist noch so ein Stein, guck mal, so ein Hühnergott. Die liegen hier überall rum. Schönes Ding. Ja. Ja, da ist das Sofa, was ich von Weitem gesehen hatte. Aber Leute, das ist schwer einsturzgefährdet hier. Also wie gesagt, ich denke hier, da stand mal ein Kamin auf jeden Fall. Ja, ja, mit der Stahlplatte da unten. Ja, ja, und da siehst du hier diesen Abzug. Ja, ja, gut, nichts Besonderes hier. So Leute, habt ihr auch noch ein Lost Place gesehen, krass, wa? Ja. Mein Gott, wenn wir unterwegs sind, wa? Ja, also nichts Besonderes hier, ist runtergekommen hier. Wer weiß, wie lange der Bungalow schon steht? Also wir wissen es nicht. So, gehen wir mal wieder raus hier. Irgendwie hier lang sind wir ja gekommen irgendwo, ne? Da ist auch, glaube ich, offen. Irgendwo hier sind wir reingekommen, ne? Ja. Da war ja kein Zaun. Ach, da über diese Platte hier. Hier ist zum Beispiel noch Zaun. Und ein halbes Feld weiter ist kein Zaun mehr. Ja, hier kann man wieder rausziehen. Oh, jetzt gehen wir mal hier weiter gucken. Auf jeden Fall ist hier vorne eine Schranke, sehe ich da. Guck mal. Ja. Eine Zufahrtsschranke. Ich glaube, an so einer Schranke sind wir erst noch vorbeigefahren. Also, ich weiß nicht, wie lange die Schranke jetzt da ist. Ob die schon immer da war. Oder ob die erst die letzten Jahre entstanden ist. Und auch hier dieses Zufahrtstor. Inwiefern das schon länger hier ist. Weil das Tor sieht relativ frisch aus. Da steht noch ein Stromkasten, Alter. Oh, der wird auch nicht mehr drin sein. Ja. Ja, und ich denke, dass man hier vor geraumer Zeit Tatsache reinfahren konnte. Weil das Tor sieht jetzt wirklich nicht so alt aus. Nee, das sieht relativ neu aus. Ist zwar zugeschlossen auf jeden Fall hier. Mhm. Hier ist ein Schloss davor. Ja. Ist er nicht verrostet, ja, oder so? Erstmal nicht hier auffallen, ne? Erstmal schön. Aber man kommt hier durch. Ja. Da ist der Zaun durch. Ja gut, interessant wäre, ob das Tor ja schon da war vor 3-4 Jahren, ob man hier durchgekommen ist. Das stimmt. Weil dann wäre es ja ein leichtes, hier reinzufahren mit dem Auto, bis da runter zu kurbeln. Und ich meine, wer sich hier auskennt, der weiß das. Ja. Sollen wir uns mal die Koordinate merken? Okay, wir gehen, würde ich sagen, langsam zurück zum Auto. Ja, wenn du weißt, dass du hier reinkommst, kannst du hier reingehen. Am Felsen vorbei, überall liegen hier Felsen rum, Alter. Ja,
halt Gießberg, ne? Ja. Ja. Kaputte Birke. Da hinten ist die Autobahn. Die hört man. Ich speichere mal hier, ne? Ja, mach mal. Guck mal, vielleicht findet man irgendwas. Okay. Hast du, ja?